Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hearthstone Arena. Dieses Mal, wie immer, direkt hinein. 150 Gold gezahlt. Und ich bin gewillt, Garrosh zu nehmen. Schon wieder. So miteinander, aber er läuft gut. Garrosh läuft gut. Und ich mag Garrosh irgendwie. Zumindest in Hearthstone als Krieger-Repräsentant. Nicht so in WoW, da ist er so voll das Arschloch und so. Es sei denn, man ist ein Ork. Aber ich glaube, ich nehme Garrosh wieder. Garrosh lief echt gut. Andererseits, Gul'dan würde auch gut funktionieren, aber den hätten wir vor zwei Parts erst und Garrosh hatte erst einen Auftritt gehabt hier und der braucht einen zweiten. Niemand ist stärker als ich. Ja, das ist Garrosh. Lichtwächterin bringt uns nicht so viel. Uralterwächter auch nicht. Rüstungsschmiedin. Die ist ganz praktisch. Kultmeisterin. Die Schmiedin. Der Bomber. Auch wenn ich ihn nicht mag. Wir haben noch keine Waffe. Von daher die Anführerin. Der Beutehamsterer. Karten ziehen ist immer gut. Beutehamsterer. Karten ziehen ist immer gut, ne? Oh. Hinrichten. Krabbler. Die Schildmaid. Biss des Todes als Waffe. Sehr gut. Belagerungsmaschine. Auch schön. Erntegolem oder Champion von Sturmwind. Champion. Wir brauchen was fürs Ende. Die Arati Waffenschmiedin gibt uns eine Waffe, ist immer gut. Wir haben noch keinen Mechs, oder? Na, einen haben wir. Daher brauchen wir die Rostlaube nicht. Gnom-Versuchsleiter ist Mist. Besonders in der Arena, wenn man meistens einen Diener zieht und der wird zu einem Hühnchen und das ist doof. Ja, der Todesfürst. Ist ein guter Spotter. Noch eine Schildmaid. Totschläger. Sturmangriff? Ich glaube, Sturmangriff ist besser als ein zweiter Totschläger. Totschläger sind nicht so praktisch, weil verfehlen oft ihr Ziel. Schildblock. Belagerungsmaschine. Ah, die feurige Kriegsaxt. Uiuiui. Jetzt können wir den Deckmatrosen nehmen. Ist aber gut, viele Waffen. Ein Zuchtmeister? Ja. Zuchtmeister oder Kriegsbot? Oder der Spinnenpanzer? Zuchtmeister. Zerschmettern. Na, der Alchemist. Boah. Zweiter Stämmchen von Sturmwind oder Biss des Todes? Wir haben ja ordentlich jetzt was an Waffen gekriegt. 3,5 haben wir. Und wir brauchen ein bisschen Late Game. Ein zweiter Champion ist nicht schlecht. Nehmen wir rein. Spalten. Spalten zum Removen ist immer gut. Man hat 2 Schaden und man kann sich quasi aussuchen, wann man spielen will. Der Ogre Totschläger. 2er haben wir viel zu viele. Boah. Ich bin ja ein Fan vom Wirbelwind. Krieger war damals meine erste Klasse, die ich gespielt hatte. Und den Wirbelwind zu kriegen, war auch lustig. Damals noch ein Classic. Wo man dann wirklich scheiß Weg laufen muss, um da zu kriegen mit der Berserkerhaltung und allem Kram. Wirbelwind ist interessant. Damit können wir ziemlich viele Einser-Mobs removen und das ganze Felder verklären. Andererseits der Arkanitschnitter. Eine gute Waffe. Oder die Kultmeisterin, womit wir Karten ziehen können, aber wir haben schon genug Karten-Draw, also Arcanitschnitter. Und als letzte Karte, der Rabenhold-Assassine. Solide Kriegerkarten im Deck. Das kann man festhalten. Ziemlich gute Kriegerkarten auch vor allem. Eine gute Synergie,
von der Kriegsanführerin mit ziemlich vielen Karten im Early Game. Oder Karten, die wir generell spielen können. Was macht die ab 2? Oder macht die bis 2? Maximal 3 Angriff sogar. Oh. Boah, da kommen aber ziemlich viele hinzu. Ja, ansonsten haben wir 2 Schildmeiden, mit denen wir uns gut hochheilen können. Belagerungsmaschinen, die damit auch gut synergieren. Gibt's das Wort überhaupt? Synergieren? Synergetisch veranlagt sind. So. Kultmeisterin, da kann man ein paar Mobs reinpreschen da. Hinrichten einmal ist wichtig. Falls was Größeres kommen sollte, was wir nicht direkt angreifen wollen mit unserem Helden, weil er zu viel Leben hat oder nicht so viel Leben, zu viel Angriff oder ein Gottesschild trägt. Ach Gottesschild, was sage ich da? Weil es einfach zu viel Leben hat oder wenn nicht hinter der Verteidigung kommen wegen Spott. Hinrichten ist ganz praktisch da. Ja. Das sieht eigentlich aus wie ein ganz stinknormales Kriegerdeck, wenn man gerade ein paar Karten gezogen hat. Mir gefällt's. Jetzt mache ich einmal den hier. Und dann einmal noch den hier. Und würde sagen, Glück auf. Garrosh gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Sieg oder Tod? Also, oh mein Gott. Müssen wir gegen Anduin spielen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Hand, die wir gerade hatten, war nicht so pralle. Die ist schon besser. Oh, da kann man sogar spielen. Haha. Jeder mag den anstürmenden Piraten. Der ist so fröhlich. Mit seinem Aha, jaha. Außerdem übt er schon auf dem ersten Zug ordentlich Druck aus. Sollte der Priester was spielen oder rauskeulen mit 2 Leben, ist er tot. Punkt. Und wir sind gerade ziemlich Su-artig, heißt, wir gehen jetzt einfach volle Kanne aufs Face. Und im Normalfall sollte er davon schon ziemlich beeindruckt sein und ändert seine Hauptstrategie. Trogsor. Trogsor. So. Look da, Ogre. Treff bitte. Am Arsch. Okay. Oh, verdammt. Ja, schön getauscht. Ich hätte zwar eigentlich vor, ihn mit dem Hammer zu treffen und dann die Kultmeisterin zu spielen und dann meine Viecher reinzutraden. Also den Die Beutehamsrahmen Verdammten stehen bereit. Aber spiel so, nö. Spiel so, nö. Also muss ich den Bombereinsatz gehen und das hat funktioniert. Und im besten Falle, im allerbesten Falle sollte er jetzt aufgeben. Wäre schön für uns. Im schlimmsten Falle hat er einen Spotter. Ah, das ist doof. Okay. Aber damit kann ich um. Zuchtmeisterchen. Und die Spinne. Mir gefällt schon mal die Art und Weise von unserem kleinen, in Anführungszeichen, Sudeck.
Oh, what? Okay. Von mir aus. Tod schon wieder. Mal sehen, ob das funktioniert. Okay. Heil dich nicht, heil dich nicht, heil dich nicht, bitte nicht. Er heilt sich, oder? Verdammt. Ich hatte gehofft, er heilt sich nicht. Denn dann wäre er jetzt tot gewesen, aber was will man machen? Ich hätte auch die Belagerungsmaschine spielen können und nebenbei mir ein Schild geben, um das zu buffen. Also die Maschine. Hätte sich aber wahrscheinlich nicht gelohnt. Ihr habt mich besiegt. Also, oh mein Gott, das glaube ich jetzt nicht, dass wir gewonnen haben. Ach Gott. Dieses Oh mein Gott ist so schlimm. Weiter geht's. Garrosh gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Sieg oder Tod. Da fällt mir ein, ich habe gar keine Bewertung abgegeben zum Deck. Also wie viele Siege ich maximal haben will. Mindestens. 6 Siege. Ich sag eiskalt jetzt, 6 Siege möchte ich haben. Weil ich finde, das Deck ist besser als das letzte Deck, das wir hatten. Und es sollte was drin sein. Dreimal auf den bitte, dreimal auf den Schlucker. Verfluchter Mist. Okay. Dann halt nur einmal auf den Schlucker. Auch nicht schlimm. Hauptsache, der Schlucker geht nicht auf uns. Trade bitte, trade. Jawohl, danke. Die schlimmste Gefahr schon mal weg. Und den Feendrachen nehme ich mit Genuss aus dem Spiel. Eclipse. Oh. Oh, das war ein schwacher Zug. Das war ein sehr schwacher Zug. Behalte ich erstmal das Ding da. Könnte was kommen mit 4 Leben, was ich weghauen kann. Oder mit 6 Leben. Verflucht. Ich hasse das Ding. Ach komm schon, Spiel. Ist das dein Ernst? Oh, du Hannes, ey. Manchmal ist das Spiel einfach voll das Arschloch. Aber richtig das Arschloch. Und zwar immer dann, wenn man was treffen will mit dem komischen 50-50 Chance Gedöns und er trifft das nicht. Das ist unfairer. Verflucht. Das ist unfairer als in Fire Emblem. Das muss ich aber echt mal sagen. Anpinken kannst du nicht. Ich hätte gerne noch die Maschinerie ein bisschen weiter vorangetrieben. Leider, leider, sagt das Spiel aber nein. Und ich friede deine Belagerungsmaschine ein. Einfaches Reinschema. Nein, ein. Oh, ein Geheimnis. Heißt das, er will nicht traden? Oh, er wird traden. Okay. Ah. Guck mal weg, das Zeug, oder? Na, aha.
Fuck. Zittert vor der Macht Sturmwind. Ah, das ist doof gelaufen. Ich hätte ihm 2 Schaden mehr machen können und eventuell verhindern können, dass er das kriegt. Indem ich zuerst Kriegshöhne in Anführungszeichen spiele, aber egal. Was könnte schlimmstenfalls passieren, ne? Okay. Ich hab nichts gesagt. Das war eigentlich ein dummer Zug von ihm, oder? Ja, du darfst Bedarf befüllen. Ach, Schildblock, doof. Ah. Das sieht nicht gut aus. Geht hinter mir in Deckung. Lässt mir aber Gott sei Dank das Ding auf dem Feld. Puff. Für den kriegsumnen Clan. Na, leider nicht. Für den kriegsumnen Clan. Vielleicht können wir ihn da abdrehen, den Kriegsgodem. Auf unsere Belagerungsmaschine. Wäre schön, denn das Ding wird zu einem großen Problem, wenn er sich umhaut. Und zwar dadurch, dass ich nächste Runde die Schildmaid spielen kann. Es wird auf 7,5 gebufft. Und dann noch mein Schild aufwerten kann, sind es 8,5. Und die würden dann ganz klar ins Gesicht gehen. Denke ich. Dieses Arschloch. So was aber auch. Ich laute mir mein Ding an. Okay. Halb so schlimm. Halb so schlimm. Ich bin hart im Nehmen. Es ist schon mal kein Entry Hazard. Wie man so gerne meint. Also das, was passiert, wenn es... Wenn etwas aufs Spielfeld kommt. Aber es ist wahrscheinlich irgendwie zerstäuben oder Eisbarriere oder irgendwie so ein Kram. Oh, da bin ich ja froh, dass ich mit Rahmen heute noch nicht gespielt habe. Jaha. Ah, das gefällt mir. Oh, Gegenzauber, ernsthaft? Ich hörte, ihr habt ein Problem. Mieser Gegenzauber. Ganz, ganz mieser Gegenzauber. Darf ich bitte auch einen Flammenstoß kriegen? Danke. Erzittert vor der Macht! Schlagdarm, Ogre! Problem gelöst. Es könnte ein bisschen problematisch werden. Ah. Das ist der zweite Flammenstoß. Mist. Ja, ne? Gut gespielt. Ich will. Ich hätte eventuell die Belagerungsmaschine angreifen müssen mit meiner Axt. Man weiß ja nie, was das Richtige ist. Es kann ja alles richtig sein im Endeffekt. Das war's diesmal nicht. Garrosh gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Sieg oder Tod. Behalte ich so.
Auf 1 die Spinne, auf 2 den Zuchtmeister, auf 3 die Kriegsanführerin. Oder ich warte bis zur Kriegsanführerin und spiele alles danach. Wäre auch möglich. Grüße. Grüße. Ich rieche Blut. Ich glaube, das Spalten an der Stelle ist auch interessant. Das umgeht ja Verstohlenheit. Und dann kann ich es einfach angreifen damit. Sollte er ein weiteres Monster spielen. Was ich doch hoffe. Oder er ist ein Arsch und wartet einfach nur ab und heilt mich einmal. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Es wäre nicht schlecht. Aber überleg bitte schneller. Gar nichts. Es kommt einfach gar nichts. Okay. Dann mache ich auch nichts. Es lohnt sich jetzt nicht, den fiesen Zuchtmeister zu spielen. Den könnte ich irgendwie noch brauchen, um den Worgen zu töten oder so. Und die Spinne, ja. Sollte ich die Spinne buffen, dann werde ich sowieso umhauen mit dem Worgen. Ich frage mich, ob... Lohnt sich also nicht, würde ich sagen. Ja. Rapsia Pack. Keine Ahnung, was der Name zu bedeuten hat. Ich frage mich, ob... Keinen Schimmer. Ich kann das Mana schmecken. Oh, eine Mana-Süchtige. Das ist ein gutes Ziel für... für die Kriegsaxt. Nee, wir spalten. Nächste Runde ist, glaube ich, die Runde. Das ist doof. Das ist eine coole Kombo. Rabenassassine und Sturmangriff. 9,5 für 9. Cool. Ey. Look da, Ogre. Also, kommen wir denn? Ein Umschalter. Umkehrschalter. Umkehrschalter? Okay. Hat einen Namen Umkehrschalter. Hat jemand Bombe gesagt? Nein. Keiner braucht deine Bomben. Luchta, Ogre. Greift an. Zurück an die Arbeit. Kein Problem. Ach ja. Frage ist ja eigentlich... warum? Weil ihr tut es. Schild auch noch. Bah. Tja, was ein trauriges Schicksal. Da ist er tot. Badum. Für den König. Für Ehre. Was auch immer.
Spiel ein wenig schneller, bitte. Da muss ich nicht so viel rausschneiden. Das würde mich freuen. So ein bisschen. Sehr. Sollte ich mir gründlich überlegen. Jawohl, mein Schild war geklaut. Arschloch. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ich hätte eventuell angreifen sollen. Aber wer weiß. Ich bin hart im Nehmen. Wow, ernsthaft? Zehnte Rüstung geklaut? Heftig. Look da, Ogre! Und etwas in die Luft jagen! Ja, was soll's. Ich geh's mal all in. Auch wenn er noch 6 Karten auf der Hand hat. Aber ich muss es irgendwie riskieren. Er hat mir zu viel Rüstung geklaut. Und es gefällt mir nicht. Ich habe ein riesiges. Notkühlmittel, okay. Von mir aus. Schild Block an. Ah, perfekter Trade. Mit dem ich eine Karte ziehen kann. Oh, gute Sache. Kann ich ihre sein Schild entfernen? Ja, komm, einmal. Mach ich sein Schild weg. Massenbannung. Jawohl. Ah, heiliges Feuer. Okay, da war die Massenbannung gar nicht mehr so unberechtigt. So, pro Runde kommen jetzt 11 Schaden rein. 13 damit, wäre nach 2 Runden tot. Na, wobei. Er kann sich heilen um 4. Heißt, er überlebt noch eine weitere Runde. Und, jetzt kann alles drehen. Sollte ich mir gründlich überlegen. Was mit der 5 Karten da vorhanden? Die machen mir ein bisschen Panik. Weil er die nicht spielt. Ah, Berserker. Oh. Das tut mir ein bisschen leid für ihn. Er könnte aber noch ein MCT haben, was ich wirklich nicht brauchen kann jetzt. Da er irgendwie zu oft das Spiel zerstört. Genauso wie Gedanken, Kontrolle. Am Arsch. Okay, okay, okay. GG. Gut gespielt. Na. Das war doch irgendwie klar, oder? Dass er nicht trifft? Dieser blöde Oger. Wow. Ernsthaft? Da halte sich auf 9 hoch. Ist doch lächerlich. Wie gefällt euch das?
Den behalte ich noch auf der Hand. Kann da was kommen, was mich ein bisschen nerven wird. Mit nur 2 Angriff und zu viel Leben. Kann ich Bedarf würfeln? Oh. Alle beugen sich meine Wie gefällt euch das? Nicht zu sehr. Kann ich auch nächste Runde einsetzen. Kann ich sie buffen und bam, Face. Und dann hat er noch 4 Leben. Geht hinter mir in Deckung. Ist jemand verletzt? Okay. Gehen darauf los, okay. Look da, Ogre! Hey, er hat getroffen. Na dann. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Boom. Sollte er kein Mittel haben, sie zu zerstören jetzt in dieser Runde, ist er tot. Oder sich zu heilen, um... Mindestens 4. Ne, mindestens 5 braucht er. Okay, er muss schon seinen Gnom opfern. Und ich glaube, das soll es gewesen sein. Zumindest hoffe ich das. Denn er zögert. Okay, er heilt sie. Nicht sich selber heilen. Stille, okay. Danke. Hat sie meinen Typen geheilt. Um 2. Auch nicht schlecht. Gibt es was zu tüfteln? Gut gespielt. Jawohl. Und den blöden Priester besiegt. Denn nur die Größe zählt. Yeah! Mehr Gold. Mehr Gold ist immer gut. Mehr Gold. Gold, 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 Gold. 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 Garrosh gegen Valera. Seid auf der Hut. Sieg oder Tod. Du kommst weg, du kommst weg. Grüße. Beutehamster, der wird drauf gehen. Einfach wegen den Dolchen. Andererseits kriege ich eine Karte dafür. Und der Krabbler, den kann ich spielen, aber dann haut er irgendwas mit 2 jetzt? Oder 3 Leben raus. Kann ich Bedarf würfeln? Reizen wir sein Mana aus. Jetzt können wir die Stimme spielen. So viele Möglichkeiten. Oh. Müssen wir gleich an meinen Briefkasten schauen, ob da was angekommen ist. Dies ist unsere Stadt. Haut ab. Die Gebrüder nerven. Ach, pfui. Wollen wir sie umhauen? Hm,
Nee, keine gute Idee. Oder? Nee, nicht wirklich. Zurück an die Arbeit! So rum ist am besten. Da dürft ihr am Ende des Tages mindestens noch eine Spinne haben. Hoffentlich. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Hätte auch schlimmer ausgehen können. Dann. Tretet bei. Zieh mal eine Karte. Oh, der Todesfürst. Nee. Und die Piraten spiele ich noch nicht. Wir haben keine Waffe. Wir müssen unsere Waffen mal ziehen. Im besten Fall wäre es momentan eine Arati-Waffenschmiedin sogar. Haben wir was auf dem Feld. Würden davor noch die Kriegsanführerin spielen. Ich Waffe frage mich, ob plus Angriff direkt. Plus noch einmal auf dem Feld. Nicht schäbig. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ach, nö. Das war fies. Ich glaube, es ist momentan wirklich die einzig gute Wahl. Ich fürchte den Tod nicht. Kurzer Stuhl wieder runter machen? Ich habe die besten Angebote weit und breit. Ach, guck an, der Goblin auch zu näher. Und Vorbereitung. Oh. Und ausweiten sogar. Heilige Scheiße. Der holt da so noch Gewinn raus. Meine Fresse. Ach, pfui. Verschleiern oder was? Schattenschritt. Wahnsinn, der Typ. Wahnsinn. Spielt der Miracle Rogue. Ist ja lustig. Ist ja lustig, der Typ. Ist ja lustig. Sind 4 Schaden. Der hat 5 Leben. Blöd. Was kann man also machen? Ausreizen. Der hat ein Problem. Genau, komplett ausreizen, das ganze Ding. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Wow, ausweiten ins Gesicht. Okay. Und finsterer Stoß ins Gesicht. Holy shit. The Miracle Rogue in der Arena. Lustig. Greift an! Kann ich Bedarf würfeln? Problem gelöst. Oh, der hat so viele Karten gezogen. Wie viel hat denn der gezogen jetzt? Oh, der hat einen Vorsprung von 4 Karten. Schon ein bisschen krass. So viele Möglichkeiten. Au. Bin gespannt, was jetzt kommt. Von Van Bubba. Ah, die Klinge ist Verderbers. Okay. Silbermond wird nicht fallen. Ein verhüllter Diener mit Gottesschild. Interessant.
Machen wir ein bisschen Angst mit den ganzen Fähigkeiten auf meinem Feld. Ha, 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 ha. Schön wär's. Suchte sich gerade echt den Ogre aus als Ziel für seinen 3-3er? Kann nicht sein. Das wird keinen Sinn machen. Legt euch nicht mit Zahner an! Oh! Ja, super. Okay. Das wird interessant. Triff bitte. Danke. Und du? Das Schwein. Das hat er übrig gelassen, natürlich. Ein Oger und sein Schwein. Darauf habe ich keinen Reim. Oh Mann. Oh, das wird. Das wird interessant. Er zittert vor der Macht Sturmwind für die Allianz. Luchta, Ogre. Oh, dieser blöde Hammer, ne? Ich fasse es nicht. Das war's. Oh, ist ja doof, das Ding. Ist ja doof. Danke. Er ist getroffen, ne? Meine Beute im Visier. Bitter. Sehr, sehr bitter. Sehr bitter. Heißt, ich kann jetzt auch keinen. Ich würde gerne Spalten machen, aber. Zu gewagt. Viel zu gewagt. Hau ich einfach das Feld voll mit den Dingern. Im besten Fall lassen wir sogar noch einen beide übrig. Das soll eine Waffe sein? Okay, nee, tut er nicht. Von hinten. Psst, leise. Oh, cool. Ich bin hart im Nehmen. Hä? Muss ihn weghauen, oder? Da, da, da. Das sind 10, 12, 13. Überlebe ich. Ich sehe jetzt gerade keinen Sinn, da nicht anzugreifen. Und mit einer geringen Chance. Was? Ah, verflucht. Dann nimmt er mir sogar mein Ding weg, ich weiß es nicht. Da hatte ich gehofft, einer von denen überlebt, aber nö, nö. Ich hatte zwei Angriff. Ha. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Mein Trick. Einfach umdrehen. Kann er nichts. Da kann er nichts machen. Oh oh. Ein Leben. Ein Leben. Hätte ich nicht spielen dürfen. Die hätte ich nicht spielen dürfen, das ist dumm. Andererseits muss er zwar mit dem Worgen angreifen, um die zu töten. Sonst. Ja. Oh,
es gibt pro Runde 9 Schalen ins Gesicht. Nicht? Gut gespielt. Nice. Puh, das war knapp. Das war knapp. Hey, 3 Siege. Und kein Gold mehr, sondern irgendwie so ein Bronze-Gemisch. Könnte auch Kupfer sein. So ein ekelhaftes Kupfer. Ah, egal. Garrosh gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Sieg oder Tod. Ernsthaft schon wieder ein Priester? Was ist denn hier los heute? Jeder zweite Kampf ist ein gegen Priester. Ogerschläger und Ogertotschläger. Bald wieder beide auf der Hand. Je nachdem, was er auf dem Feld hat, bringe auf 3 dann den Ogerschläger, Ogertotschläger oder Todesfürsten. Gegen den Is. Keine Ahnung, warum der Typ so viele Z im Namen hat. So 5 Stück. Hinter einem I. Was weiß ich schon. Ja. Ich bin schon wieder müde heute. Eieieiei. Ah, erstmal eine verpasst und noch eine. Ach. Vielleicht hätte mir jetzt. Ein bisschen wach. Grüße. So um 16 Uhr. Das ist eine Hand, die mir gefällt. Und wenn ich das spiele, dann werde ich den nicht spielen, sondern eher den. Oder den. Je nachdem. Aber ich glaube, der Ogerschläger ist die bessere Wahl an der Stelle. Und ich werde dem Priester keine Chance geben, den Amani Berserker zu buffen oder sonstige Scheiße mit dem zu bauen, denn der könnte leicht problematisch werden. Die Verdammten stehen bereit. Ja, was macht der Priester jetzt mit diesem Feld? Oh, shit. Nicht gut. Wenn er denkt, ich werde den Priester jetzt angreifen mit dem Oger, hat er sich geschnitten. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Denn ich werde ganz klar die Münze nehmen, den Arkanitschnitter nehmen. Den hier. Das Ding umbrezen und dann den angreifen. Auch wenn es mir weh tut um die Waffe. Aber es muss. Blöder Oger. Du blöder Oger. Warum hast du ihn nicht um? Ah. So was Dummes, ey. Noch ein Lichtbrot, okay. Benötigt ihr einen Segen? Oh, wie mies. Das muss ich ihm lassen, das war richtig mies. So, wer nachher am besten daraus Profit? Tretet bei. Oh, ich werde ein leeres Feld haben. Das ist nicht gut. Oh, scheiße.
Nächste Runde kann er zweimal die buffen. Lass ich aber nicht zu. Zurück an die Arbeit! Weg damit. Ich weiß, wie gefährlich die ist. Die spiele ich ab und zu selber in meinem Kriegerdeck. So als Überraschungseffekt mit dem Ansturm. Da haut ich mal gut und gerne so aus dem Stegreif auf Runde 9. Sage und schreibe 12 Schaden. Direkt ins gegnerische Gesicht. Was den einen oder anderen überrascht. Mir aber ziemlich gefällt. Das ist nicht gut. Muss ich trotzdem machen. Und die Waffe trifft nicht. Das ist doch nicht wahr. Kann ich mal da würfeln? Kein Problem. Dann will ich mir meine Lebenspunkte runtersetzen und dann trifft er nicht. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Oh, es klappt nochmal 2-1er und greift mein Typen an und zieht eine Karte damit. So, warte aber auch. Oh. Oh. Oh, hallo. Oh. Ich hatte nur gute Karten gezogen. Nur gute Karten. Na dann. 50-50. Triff den richtigen. Dankeschön. Das ist doof gelaufen, denn der hat entweder die Arati-Waffenschmiedin, die Schildmaid oder den Champion von Sturmwind gekriegt. Und alles drei ist nicht gut. Aber er zeigt mir nicht, was er gezogen hat. Das macht's noch ein bisschen dümmer. Ich will spielen. Ich bin hart im Nehmen. Oh, ich muss sie wegmachen. Also ich muss reingreifen, sonst haut der mit seinem Typen da, mit seinem 3-2er meinen 2-1er weg und er braucht seinen Schlickspucker. Das ist nicht gut. Das wollen wir nicht zulassen. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Verfluchter Mist. Oh. Doof gelaufen. Okay, das war ein richtig dummer Zug von ihm. Richtig, richtig dumm. Er zittert vor der Macht. Weil er hat keinen Grund, sie anzugreifen, die Schildmaid. Hätte mir einfach ins Gesicht schlagen müssen. Aber ich würde denken, dass wir es trotzdem verlieren. Hängt mit mir. Wow, sein Ernst? Mist. Das ist, glaube ich, eine Niederlage. Schon wieder. Versucht es mir, ey. Oder? Kann ich es noch überleben? Das sind 15. Ich habe noch ein Leben. Es kann auch alles passieren. Oh Mann. Oh, er spielt es sicher. Oh, das ist nicht gut. Okay, keine Chance, wenn er sicher spielt. Gut gespielt. Das war's. Ich
Also wenn er komplett sicher spielt, dann habe ich keine Chance. Hätte er voll face gegangen, hätte ich eventuell noch eine kleine Chance gehabt, ihn zu besiegen, aber so nicht. So auf keinen Fall. Oh. Jetzt noch 3 Siege am Stück zu schaffen, um ein Minimalziel zu erreichen? Schwer. Aber machbar. Garrosh gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Sieg oder Tod. Bei dem Namen muss ich an Tabaluga denken. Tabanuckel. Grüße. Grüße. Ich werde die Münze noch nicht verwenden. Kann ich Bedarf würfeln? Denn lohnt sich nicht. Zurück an die Arbeit! Das Einzige, was ich erreichen würde mit der Münze und irgendwas rauscoinen, wäre gewesen, ein 4 auf dem Feld zu haben mit 2-2. Und das wäre nicht so praktisch gewesen. Pandaria wird uns gehören. Außerdem hätte ich dann das Problem mit dem Typen. Und den kann ich jetzt einfach wegclearen. Indem ich... Mein neues Rezept für das so mache. Nebenbei kann ich noch ihn spielen. Kein Problem. Den da rein traden und den da aufs Gesicht. Ganz einfach. Oh, ein Zombie-Show. Yay. Zombies. Yay. Tretet bei oder sterbt oder beides. Und die Kultusministerin. Auch schön. Gib mir das. Ah, tot schon wieder. Oh, du blöder Oger, ey. Ich hätte es nicht riskieren sollen. Ich hätte den Zombie einfach töten müssen. Ah, blöd gelaufen. Sie umgeben all. Von wegen Elektroschutz. Jetzt wünschte ich, ich hätte einen Wirbelwind. Denn das wäre ziemlich lustig. Moment. Ich dich zerquetschen. Den. Okay. Und den. Und dann noch einmal Coin. Auf geht's ins Gesicht mit der Belagerungsmaschine, yeah. Obwohl ich eher so der Freund von Verwüster bin, die sind schneller und ja. Schnellere Fahrzeuge mit fetten Au. Danke. Ja, so schnellere Fahrzeuge sind schon nicht schlecht, ne? Look da, Ogre. So, und dann hauen wir noch den um oder lassen wir den stehen? Nein, lass mal stehen. Hart im Nehmen. Was schmeißen die rum? Ah ja, die schmeißen ja Sachen rum mit dem Katapult hinten drauf. Ziemlich coole Dinger. Schlangen. Oh.
Schlangen sein. Ja, ich würde sagen, du hast nur 3 Mana, um meine Typen zu töten. Wenn nicht, dann bist du selber tot. Falsche Antwort. Glaube ich. Oder? Die Tore sind geöffnet. Er hat aufgegeben, super. Na dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Pause. Ja. Garrosh gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Sieg oder Tod. Schritte Pac-Man. Ich nehme einfach Pac-Man. Wir behalten nur den Zuchtmeister auf der Hand, würde ich sagen. Damit kann man ganz viele kleine 1-1er Minions wegmachen. 3 Stück. Lohnt sich also schon. Und mit dem Bomber kann man eventuell auch 3 wegmachen. Im besten Fall 5. Und ich hasse diesen Kack-Roboter. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Scheiße. Er kann nicht immer einmal treffen. Einmal. Weg mit euch. Will man nur einmal das blöde Gottesschild treffen von dem Typen mit dem blöden Bomber und der macht es nicht. Oh, der hat einen zweiten. Ich krieg die Krise, ey. Das ist das schlimmste Minion im ganzen Spiel. Zurück an die Arbeit! Oh. Das war ein Fehler. Bin ich so versessen gerade darauf, ihn zu hassen, diesen blöden Minibot, dass ich komplett übersehen habe, mein Beuteramsatz zu spielen. Doof. Ah ja. Für den Lichtkönig! Naja. Ach komm. Das läuft echt nicht gut gerade. Der Minibot geht in den 4-2er rein, ohne Frage. Und ich glaube, er lebt, überlegt wegen einem Echtsilber-Champion. Einen dritten? Alter! Übertreib! Weg mit dir. Ich hoffe nicht. Und du. Ich würde schätzen, der Schildet Minibot ist in der Arena. Must-Pick. Über allem. Selbst über den Echtsilber-Champion. Demut. Echt jetzt? Hart. Aber okay.
zum Dienst. Solange du nicht noch mehr von den komischen Minibots hast, ist mir das relativ. Mist. Wollen wir mal. Und. Ja, das sieht doch mal passend aus. Ist nur hoffen, dass er keinen Buff hat mit 4-4 oder 3 auf Angriff. Okay, hat die Weihe. Blöde Monstrosität. Okay. Ganz gemein. Ganz, ganz gemein. Erstmal eine Karte ziehen. Nee. Ich bin hart im Nehmen. Spar ich mir noch auf. In Kombination mit der Anführerin. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Kann mir bestimmt ein, zwei Karten retten. Oh. So. Da glaube ich, mache ich den. Ja. Wie gefällt euch das? Milhouse-Mannersturm, ich fasse es nicht. Du Motherfucker, kriegst Milhouse. Die beste Karte, die man rauskriegen kann aus dem blöden Teleporter, ey. Schredder. Kein Teleporter, ist ein Schredder. Die beste Karte aus dem Schredder. Wäre natürlich cool gewesen. Hätte er sie auf die Hand genommen. Oh. Ach, ein Board Clear. Böse. Das hier ist interessant. Ich fürchte den Lauf. Das kann auch ein interessantes Spiel werden, wenn es so weitergeht. Knappe, mir zur Seite! Bereit, mein Herr. Das Dingo! Ja! Oje. Hat er mir gerade Gonschel gegeben? Wollte gerade sagen. Das ist ja merkwürdig. Ach, doof. Ich hätte ja dein Problem. Sterbt für die Allianz. Und hat er bestimmt ein MCT? Nee. Hey, schau an, was da kommt. Ein MCT. Blöd gelaufen. Er schmeißt mir das ins Gesicht. Ah, doch nicht. Komische Anzeige. Komische Anzeige. Kann ich Bedarf würfeln? Dram. Den macht er den kaputt. Doof. Problem gelöst. Ei. Nur ich und der Beißerchen. Ich hoffe mal, das Schlimmste habe ich hinter mir. Aber das Schlimmste von mir hat er auch hinter sich. Von dem her kommt erstmal ein Champion. Traden? Ah, zieh vielleicht eine Karte. Ah, Biss des Todes. Gute Karte. Weißerchen habe ich weggemacht. Damit ich zwei Zweier kriege. Und das Feld ein bisschen aussieht. Ein bisschen ordentlicher. Okay. Für die Allianz.
Er wird mir wohl meinen Champion wegnehmen. Ich habe dann aber freies Feld erstmal. Sollte er nichts spielen. Er wird doch spielen. Mit 3 Karten auf der Hand. Oh, die Sau. Wow. Respekt. Konnert meine Sachen aus. Gute Sache. Gut gespielt. Alle beiden meine Ogre. Das wird den Damage Race. Ich könnte seinen komischen Bubble da weghauen, aber ich glaube er nicht strahlen. Oh mein Gott. Verflucht! Verflucht seid ihr Götter von Hearthstone. Zerschmettern. Kriegsaxt. Ah, wobei. Er braucht noch 2 Schaden. Gebt mir eine Quest. Okay. Oh, shoot. Gut gespielt. Rüstung, die Platz. Ogre. Danke. Boah, ey, was denn? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ein Paladin mit 3 abgeschirmten Minibottern. Ich mag die Dinger nicht. Die sind grässlich, nervig, böse. Gegen was haben wir verloren? Haben wir einen Priester, am Ende einen Paladin und davor? War das noch ein Paladin? Blech. Gewinn gemacht. Wildgeist kann ich entzaubern. Kriege ich nochmal. Wie viel Staub kriegt man für Wildgeist? 40? 20 nur. Okay. Ja, und dann würde ich schon sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr doch bitte kommentieren, wenn ihr wollt, abonnieren und ganz gerne auch bewerten. Wäre mir sehr lieb, wenn ihr das tun würdet. Damit unterstützt ihr mich und supportet den Channel damit. Dadurch, dass ihr den Kanal ein bisschen aufwertet in der ganzen YouTube Anarchie. Ist das eine Anarchie? In der Rangliste halt. Und dann würde ich schon sagen, nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.